die Entscheidung wirklich gefallen? Deine freie Wahl nicht nur ein Traum? Ach, kennst du klar und in Wahrheit, was dich in dir zufrieden macht? Kommt immer mehr Licht in dein Leben, bringt dich immer mehr Gelassenheit zum Staunen? Gibst du bewusst auf dich Acht? Hast du Zeit oder bist du in Eile? Hast du Glauben oder bist du mit Hoffnung bedrückt? Warst du schon an dem Ort, wo die Antwort auf dich wartet, seit es dich gibt? Mit wem sitzt du an einem Tisch? Was erzähle ich wem und was erzähle ich besser nicht? Bin ich Opfer, Täter, bin ich Produkt oder verkaufe ich mich als strahlender Held? Bleibt Segen beständig bei mir? Wach ich morgens auf und bin beglückt? Oder höre ich auf die, bei denen das selbst niemals zählt? Stellst du unbequeme Fragen? Liebst du, was dich beseelt? Bist du noch auf dem Weg der Verheißung, die für dein Leben gilt? Hängst du am Leben der anderen, an der Idee, dass nur dann du etwas bist? Oder bist du gewollt, egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, aber mit Sinn? Hat jede Sekunde einen Grund? Lebt das Leben an dir, auch wenn du nicht immer gesund? Steckt in dir dieses einfache Wort, ich bin? Ist alles schon gleich die Wahrheit? Oder lässt man dir Zeit, bis du es geprüft? Warst du in der Gnade? Ich habe geliebt. Reicht die Leidenschaft bis in Mark und Bein? Glühend bis in Seele und Geist? Hast du aufgehört zu schreien, dass es dem anderen besser geht und dich mit ihnen freust? Bist du gewiss, du könntest besser sein und getrost, dass dein Herz dieses Ziel erreicht? Darf etwas stärker als ein Fehler, Leben größer, darf etwas Neues sein? Erreicht dich die Klarheit, weil dir das Ziel bekannt, im Sturm und in der Stille geführt, von einer Liebes.